Okay, wieder zurück hier in Göttingen im Outpost. Wir sind hier hoch auf die Steine geklettert. Ich habe neue Gäste. Das ist Daniel77 und Illo77 aus Hamburg. Ja. Heute Abend Hauptact hier. Du bist ja jetzt, kommst auch gerade von Tour, das heißt, du bist mit Liveband unterwegs. Das ist wahrscheinlich schon ein großer Unterschied, als wenn man jetzt zwei Turntables und ein Mic-mäßig irgendwie unterwegs ist. Beschreib dir mal, wie man sich vorbereitet. So, was ist da der Unterschied? So, was passiert da? Also die Vorbereitung dauert viel länger einfach. Also man ist, wir haben uns glaube ich 3 Monate vorbereitet insgesamt. Also wir haben nicht jeden Tag geprobt, aber immer wieder Blöcke, irgendwie 2 Wochen durchgeprobt bei uns im Studio. Und ich glaube mal, das Interessanteste daran ist halt, dass du nicht einfach nur einen Sampler hast und dein Programm und du kannst den Bass ausschalten und anschalten oder die Kick weglassen und hier irgendwie das so und so machen, weil die Instrumente halt keine Seele haben, sondern es sind halt alles Menschen. Und du musst mit den Menschen halt diskutieren, du musst dem Bassisten erklären, warum der Bass hier weg soll. Und vielleicht sagt er dann, nö, ich finde es aber nicht so geil. Und dann musst du jetzt nochmal überlegen und dann muss man auch noch versuchen, dass halt die Grundstimmung irgendwie nicht kippt, dass halt alle cool sind miteinander, dass irgendwie eine gute Stimmung herrscht. Das Ganze ist halt viel mehr so eine menschliche Herausforderung als eine musikalische. Also erstmal muss man das echt hinkriegen, so ein Team zu haben, was gut funktioniert, wo alle klarkommen und wo keiner gepisst ist wegen irgendwas. Und das ist halt die größte Herausforderung. Und der größte Flash ist dann natürlich, dass man irgendwie mehr musikalische Freiheit hat. Man kann Dinge besser variieren. Man kann vielleicht sagen, okay, jetzt breaken wir hier das Stück und dann fangen wir nochmal von vorne an oder wir fangen irgendwie in der Mitte nochmal an. Also man hat mehr Variationsmöglichkeiten und man hat natürlich dann auch 8 Menschen im Rücken, wenn man auf der Bühne steht, was ich halt selber geil finde, weil die Leute halt mehr zu sehen haben. Also die müssen nicht nur auf Illo gucken oder auf Daniel, was die jetzt gerade machen, sondern die können auch gucken, ey, was macht denn dieser Bassist da jetzt gerade oder der Schlagzeuger oder der Gitarrist oder der Typ da hinten, was macht der da eigentlich? Ah, der drückt immer so komische Dinger und so. Und das Ganze ist halt ein besseres Bild, finde ich, und für mich mehr Musikalität und das flasht mich am meisten daran. So. Inwieweit kann man dann dadurch auch, dass man mit Live-Instrumenten spielt, vielleicht so eine mehr Emotion transportieren, jetzt über die Texte hinaus? Ist das auch irgendwie so ein Hintergedanke? Ja, also das Ding ist halt, man kann das nicht so verallgemeinern. Es gibt, ich meine, nur weil man eine Band hat, heißt es noch lange nicht, dass die Band gut ist. Und erst wenn die Band gut ist und Stücke wirklich funktionieren, das ist halt auch also von Abend zu Abend manchmal verschieden. Also es gibt Abende, da ist dann irgendwie, funktioniert irgendwas einfach nicht oder der Flow stimmt nicht so richtig und dann kann man das auch nicht so gut rüber transportieren. Aber wenn alles wirklich klappt, dann hat man irgendwie, dann ist das wärmer und man fühlt die Sachen mehr und kann sie ja halt dementsprechend auch, ich freue mich dann halt einfach viel mehr auf der Bühne, weil halt alles schön klingt und kann das dann halt dementsprechend auch besser rüberbringen, als wenn du halt immer wieder von DAT oder von Instrumental Vinyl kommst, weil du weißt ganz genau, was an welcher Stelle wie passiert und es klingt immer irgendwie alles gleich und ist ein bisschen seelenloser, finde ich. Aber es kommt auch darauf an, wie man drauf ist. Also wenn man halt echt einfach sagt, ey, ich bin MC so, einfach nur das so und ich will einfach Zeit sein und so und das einfach so verkörpern, dann ist halt eine Vinylshow das Beste, was es gibt, weil man dann halt einfach so wirklich, man fokussiert einfach dann diesen MC so und dann daneben oder dahinter dann den DJ und das ist dann halt rund. Aber wenn man halt irgendwie eher was anderes eigentlich verkörpern will oder sein will, so, dann ist es halt nicht das Richtige. Und für mich, ich bin halt nicht so ein Solo-Typ, der jetzt sagt, ey, ich bin der MC so oder sowas, sondern ich bin halt Musiker und will halt meine Musik halt rüberbringen und deswegen ist es für mich genau das Richtige, halt das mit Band mal auszuprobieren. So. Das ist für mich halt das erste Mal und also auch viele schwierige Sachen, so weiß ich nicht, so auf einmal, man muss halt alles für alle anderen entscheiden irgendwie, ne? Und das hat halt fast, also sehr, sehr viele Schwierigkeiten halt auch, weil jeden Fehler und jeder Scheiß ist halt auf deinem Mist gewachsen halt so und das ist halt manchmal arg, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Okay. Und wie sowas aussieht dann live auf der Bühne, gucken wir uns jetzt mal an. Daniel und Illo inklusive Liveband on stage. Bis gleich. We'll be right back.
Ihr habt die Jungs gerade live auf der Bühne gesehen, habt so den ersten Eindruck gewonnen, so was da passiert, warum und wieso. Der Adde in Köln hat ja jetzt das Brothers Keepers Projekt irgendwie an den Start gebracht. Das heißt, es geht gegen rechte Gewalt. Es gibt jetzt auch einen Track, die letzte Ansage, ne, die letzte Warnung ist das. Du bist auch Teil davon, du nimmst auch einen Rap-Part. Wie bist du zu dem Projekt gekommen und was ist der Hintergrund dabei? Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Am Anfang war das, Adde hat mich angerufen und hat mir davon erzählt, von der Idee, wegen Adriano, der halt letztes Jahr umgebracht wurde, so einen Track zu machen, nur mit afrodeutschen MCs, um ein Statement zu setzen. Die Idee fand ich richtig geil. Ich habe nur ein bisschen Angst gehabt, so wie kann man das hinkriegen, dass da 10 Leute, die richtig busy sind, die irgendwie hier und da irgendwie immer was machen, wie kann man die wirklich zusammenkriegen, dass man auch einen Track macht, der sich dann hinterher gut anhört. Also der nicht nur in Anführungsstrichen ein Statement und Aussage hat, sondern der gleichzeitig auch wirklich gut klingt, wo man auch hört, so dass die Parts zusammengehören irgendwie und dass der Beat, dass alle damit klarkommen und sowas. Davor hatte ich halt Schiss. Und das ging dann auch erst schwierig los. Erst gab es dann den Beat, dann den Beat, dann nochmal hier den Refrain und hier und alles war so ein Wahnsinn. Ich war dann halt mit Sam und Flame im Studio zum Beispiel und wir hatten halt 3 verschiedene Beats. Ich dachte, es wäre der Beat, Sam dachte, es wäre der Beat und Flame dachte, es wäre der Beat. Und im Endeffekt war es keiner von den 3 Beats und wir haben halt einfach drüber gerappt so. Aber im Endeffekt ist der Track halt auch, finde ich, hörbar geworden. Ich finde ihn echt schön so. Es hat richtig viel Statement. Und was glaubst du denn, was kann man direkt damit bewirken oder was passiert dadurch, durch diesen Track? Weil die letzte Warnung so, danach muss ja etwas kommen, so, falls sich nichts ändert. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Aber das ist ja erstmal der Anfang. Für mich ist es halt so, dass dieser Track in erster Linie sagt, ey, pass auf, wir gucken nicht zu, wir müssen was dazu sagen, wir wollen was dazu sagen, so, wir wollen auch handeln, so, also das ist der erste Schritt auch zu handeln, finde ich, dieser Tonträger. Und zweitens finde ich halt auch, dass es mal sagt, ey, pass auf, es gibt eine Black Community auch in Deutschland, so, weißt du, von afrodeutschen Menschen, die halt, wir sind nicht wenige, weil wenn du als Afrodeutscher wächst du eigentlich so auf, du hast halt deutsche Freunde, du hast ausländische Freunde, aber du hast kaum eigentlich wirklich gleichfarbige Leute, so, was ja eigentlich auch egal ist, so könnte man meinen, aber auf der anderen Seite ist es schon so, dass man, dass es viele Parallelen gibt, die man gerne teilt mit anderen Menschen. Und ich glaube, es gibt sehr viele einsame Afro-Deutsche oder schwarze Menschen in Deutschland, die ja auch aufgewachsen sind, eigentlich Deutsche sind, aber irgendwie keinen Bezug zu sich selbst in mancher Hinsicht halt haben, weil sie das Ganze nicht teilen können. Und ich finde, das ist halt ein Statement und eine Aussage zu sagen, ey, pass auf, wir sind da, wirklich auch wir. Farbige Menschen so und wir sind nicht wenige, sondern wir sind viele so und wir kicken Styles und ey, und versuchen so irgendwie Denkanstöße in die Richtung zu sagen, ey, pass auf, warum bin ich eigentlich so, woher komme ich? Ich finde, das ist eine coole Sache daran. Als drittes würde ich halt sagen, dass ich es geil finde, dass die Opfer und die Angehörigen von Adriano, dass die halt irgendwie finanziell auch unterstützt werden und dadurch finde ich auch seelisch unterstützt werden. Also ich finde, es ist einfach so ein gewisser Teil von Solidarität so und das finde ich halt geil an dem Track so. Und an der ganzen Sache und es soll ja auch weitergehen, das ist ja das Ding. Es wird halt weitergehen wahrscheinlich mit einem Longplayer, wo auch verschiedenste Leute mitmachen, vielleicht dann auch dieses Hautfarben-Ding halt aufbrechen, dass man einfach sagt, alle Leute, die halt dieselbe Philosophie haben zum Beispiel, können was dazu machen. Es gibt ganz viele Ideen, Sisters Keepers, was weiß ich. Das fände ich halt persönlich halt einen ganz wichtigen Ansatz, so dass man jetzt, also jetzt ist halt so ein Zusammenschluss von Afro-Deutschen irgendwie und dass man dann halt jetzt der nächste Schritt, dass man einfach auch, es gibt ja auch genug Weiße, die genauso denken oder auch weiße Rapper, dass man die halt integriert und da halt irgendwie noch eine größere Community schaffen könnte, dass, um das zu demonstrieren, dass man da zusammenhält. Oder? Ja, na klar. Aber dennoch, also manche Leute kamen sogar fast mit so einem Vorwurf, dass dies sei nun jetzt wiederum eine Ausgrenzung von da könnte man ja, von kann man Leuten, durchaus Mitbürgern oder sowas, aber das kann man einfach nicht so, also das ist einfach nicht so. Es ist erstmal keine Ausgrenzung und zweitens, weißt du, es ist schon so, dass ich als farbiger Mensch, so wenn ich in den Osten gehe, halt Schwierigkeiten habe und mir geht's halt, also unter Umständen komme ich ins Krankenhaus und Illo halt nicht. Also nur, weil er halt weiß ist und ich halt nicht. Und dementsprechend bin ich halt in einer anderen Situation. Genauso wie die Leute, die halt mitgerappt haben oder mitgemacht haben. So. Und ich finde es völlig cool, wenn wir halt sagen, ey,
wir wollen was dagegen tun, weißt du? Und da sollen jetzt auch keine weißen Leute mit dabei sein, weil das ist jetzt ein Ding wirklich von schwarzen Menschen, die in Deutschland leben, so. Das heißt aber halt nicht, dass wir halt sagen, so muss es jetzt immer weitergehen. Das ist jetzt das eine Ding, was wir gemacht haben und das finde ich komplett richtig so. Also, dass man einfach einmal sagt, ey, okay, so und so sieht das halt aus, so. Aber in Zukunft, ey, es gibt so viele ausländische Menschen, ey, ich meine, allein Türken, so, weißt du, alle möglichen Griechen, Italiener, Franzosen, was weiß ich, Leute, Hip-Hops im Allgemeinen, die halt eine andere Philosophie haben, Punks, es gibt so viele Leute, die anders aussehen, anders drauf sind und deswegen wird sich das sowieso öffnen müssen, glaube ich so. Oder vielleicht inspiriert es auch andere Leute, vielleicht auch mal wieder was dagegen zu tun. Ich meine, welche Rap-Crew oder welche Rap-Armen heutzutage noch wirklich irgendwie in der Hinsicht mal wirkliche Aussagen gemacht? Kaum welche, weißt du? Der politische Ansatz kommt auf jeden Fall zu kurz bei vielen Sachen, die irgendwie im Moment released werden. Das finde ich ja cool und deswegen gebe ich Ade auch derbe Props und den ganzen Leuten da, die es halt alles organisiert haben, weil die haben sich echt derbe Mühe gegeben. Natürlich hätte man das eine oder andere vielleicht besser machen können, aber dafür, dass wir so viele Leute sind und auch, wie gesagt, diese Leute so viel zu tun haben, dafür haben die es echt fett gemacht. Ich habe echt einmal die Woche habe ich ein Update geschickt gekriegt mit Büchern, so mit diesen und jenen Infos, weißt du, wie weit der Track ist, was noch so passiert und diesen haben die einen Verein gegründet, haben dies und jenes gemacht so und das Video ist geil geworden, finde ich so und ich weiß nicht, ich finde das schon alles echt cool. Also die Message ist auf jeden Fall klar, ich denke, die wird auch rüberkommen bei dem Projekt. Ja. Wir müssen an dieser Stelle einen kleinen Cut machen, gucken nochmals Daniel und Illo auf der Bühne mit Liveband und sehen uns gleich wieder. Morgen ist vielleicht vorbei, Doppel-7 bleibt es an. Heute muss kein Verlust sein, der Beat ist fett, das muss so sein. In Jackson Time, heißt du nur mit Sweat und Bewusstsein. Ich sag Deutschland und ihr sagt. Nein, nein, nein. Und ihr sagt. Nein, nein, nein. Denn wir wollen rausfahren und rein ins Haus ran. Durch ein das Haus ran. Ja, ich sag Deutschland und ihr sagt. Nein, nein, nein. Ja, ihr sagt. Denn ihr wollt Ausland und reines Ausland. Oh ja. Wenn du dich vor die Sonne stellst, Job und Geld, das Modell ist. Bleib ich zu Hause, mach lieber Beats, Chill und Rap von Gott und der Welt. Fall in meinem Zimmer mit Zeigefinger an neuen Raps. Sag, was ich kann und bleib entspannt, auch wenn mich deine Steuer hält. Fahr mir nicht, was wer muss, nimm kein Platz an dein Firm. Kein Grund, hab ich vor der Asper, werde ich ihn zu dir hören. Wir sitzen nicht in einem Boot und wenn ich deine Jagd versorge, ich schaue mal mit Mama kein Flachschiff auf meinem Schaffen. Meine Waffen bleiben. Ich hab ein Mike statt Handgranate. Wenn ich mit zwei Sätzen beim Attesten das Land verrate. Von mir aus leider Abteilung, ich hasse deine Verkleidung. Dein scheiß Kleingast, deine scheiß Lifestyle-Zeitung. Und ich sag, nein, nein, nein. Und ich sag, denn ich will raus, und rein ins Haus. Du schenk das Haus, ja, ich sag Deutschland. Und ihr sagt, nein, nein, nein. Ja, ihr sagt, nein, nein. Und ab jetzt lassen wir die Musik für sich sprechen. Sag Max Surrey. Ja, ja. Hier sagt Max Surrey, Waterloo. Ich sag, Göttingen und ihr sagt. Nein, 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 nein. Okay, Leute, wir sind wieder zurück hier hinterm Outpost in Göttingen auf den Steinen.
Ich habe gelesen in einer Zeitschrift, dass du gesagt hast, so für dich, für dein Leben, auch für die Musik ist Respekt und Bescheidenheit ist ein sehr wichtiger Standpunkt irgendwie. Ja. Wie beobachtest du in dem Zusammenhang jetzt gerade, wie es im Moment ist, so die deutsche Hip-Hop-Bewegung in Bezug auf Respekt und Bescheidenheit? Würde ich mal sagen, also Respekt auf jeden Fall gibt es viel, finde ich schon. Da, wo ich mich bewege, weniger Bescheidenheit so. Aber das ist halt so eine, das ist halt meine Philosophie. Und ich finde halt generell, dass die Philosophie in der heutigen Szene, wenn man die so nennen kann, halt oft nicht meiner entspricht. So. Ja. Und damit, das habe ich halt für mich so akzeptiert. Ich sehe mich selber sowieso halt als Musiker, so, der aus dem Hip-Hop kommt. So. Für mich wird Hip-Hop immer in mir drin sein, in Form von Musik und in Form von Sounds und von Feeling. So. Aber im Endeffekt ist es mir egal, ob ich Hip-Hop bin oder nicht. So. Und das ist halt eine Betrachtungsweise von außen, wie mich Leute betrachten. Die einen sagen halt, ey, der ist Hip-Hop so, die anderen sagen vielleicht, ja, nö, finde ich gar nicht so oder so. Und das ist mir eigentlich völlig Latte. Ich für mich bin halt eher Musiker und habe oft Probleme mit diesem, also gerade mit diesem so, ja, yeah, geil, geil, hier Hitler, geil, Ellbogen, ey, heftig, ich bin so rough, rough, rough und so, weil ich halt nicht rough bin so, und das auch gar nicht sein will. Und aber ich meine, abgesehen davon, das verlangt ja auch keiner von dir. Nö, eben. Und ich dachte halt immer nur, es gibt halt alles, weißt du, Hip-Hop sind die Leute und die Leute sind halt verschieden. Und das ist auch gerade das Geile daran, weißt du, der eine macht es halt eher so und der andere halt eher so. Und ich finde beides interessant. Hauptsache, es hat Qualität und Flash. So. Und deswegen bin ich völlig zufrieden. Du hast auf dem Album ist ein Track, der Lalala, wo du sagst in der Hook, ich muss das mal kurz ablesen, dass es halt nur um Musik geht und dass alles andere scheißegal ist. So, wie beobachtest du dann darüber hinaus so dieses ganze Promo-Ding, so, was ja auch dann, wenn du eine gewisse Professionalität hast oder ein Album irgendwie verbreiten willst, was ja auch dazugehört, so, inwieweit belastet dich sowas? Ja, mich belastet das ganz schön doll, auf jeden Fall, ja, muss ich ehrlich zugeben, so. Also ich bin halt eigentlich ein Independent-Künstler, der halt so die Major-Maschine trotzdem mit abfährt, so. Und mich belastet das ein bisschen, deswegen mache ich auch solche Tracks so, oder deswegen sage ich das dann halt auch immer wieder und mache aber trotzdem ein bisschen Promo und so, was halt sein muss, wie du halt auch selber sagst, und das ist auch cool. Das ist halt das Ding, ich sehe mich halt wirklich, ich sage es zum 100. Mal, aber ich sehe mich halt als Musiker und Musiker ist halt jemand, der halt öffentlich sein muss, weißt du, und nur deswegen bin ich öffentlich. Es gibt halt auch Leute, die halt sagen, ey, ich will öffentlich sein, so, und deswegen sind sie öffentlich und die haben damit dann natürlich weniger Probleme. Für mich ist aber halt so, ey, wenn ich meine Musik an den Mann bringen muss, dann muss ich halt auch sagen, ja, pass auf, hier und da ist es. Weißt du? Und das kann ich halt nicht nur über Live-Konzerte machen und über Tonträger verkaufen, sondern gehört halt die ganze Maschinerie mit dazu. Aber es hat auch was, manche Leute haben mich auch gefragt, ey Dennis, meinst du jetzt irgendwie Breakdance und Graffiti und so, das ist jetzt alles scheißegal, es geht nur um Musik oder sowas. Aber das ist halt genau nicht, sondern genau das, was du halt sagst. Mir geht es eigentlich darum, den Leuten zu sagen, ey, Personenkult, hier und da vielleicht mal ganz cool so, aber mir geht es halt um die Musik und ich will halt, dass die Leute begreifen, dass die Musik für sich sprechen sollte. So, das ist halt die Message von dem Track. Du hast ja dein Album zeitgleich mit Eisfeld rausgebracht und das Eisfeld-Album, ich meine, letztendlich wurde ja auch in der Presse so als großes A-B-Ding gesehen. So. Das heißt, der eine Teil ist von dir Rap, der andere Reggae von Eisfeld. Ja. So stört dich das, dass jetzt der Eisfeld viel mehr Aufmerksamkeit irgendwie erregt hat oder auch bekommt? Ja, natürlich, ein bisschen schon. Aber es ist halt so ein, weiß ich nicht, es ist, wie nennt man das? So eine zweigleisige Sache. Also in erster Linie sage ich dann, okay, das Feedback, was ich für meine Platte bekommen habe, ist bisher noch nicht das, wie ich mir das eigentlich wirklich vorgestellt habe. Also ich bin schon enttäuscht von manchen, von Schreiberlingen oder von manchen Medien, die halt meine Platte dann, finde ich, unterrepräsentiert haben, sich nicht richtig angehört haben oder die Sache nicht gefühlt haben. Auf der anderen Seite, ich mache halt das, was ich fühle und ich habe auch schon, also ich finde schon, dass die Leute wissen, es gibt meine Platte und wenn dann halt nur in Anführungsstrichen so und so viele Leute meine Platte kaufen, dann kaufen, die dich halt die Platte, weil die Platte fühlen und der Rest halt nicht und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich bin jetzt nicht, hab da nicht Pipi in den Augen, weil ich bin glücklich und stolz darüber, dass ich die gemacht habe und versuche die halt zu vermarkten. Aber so, wenn es halt nicht so läuft, dann läuft es halt nicht so. Und also dieses Konkurrenzding, das war sowieso das, was mich halt gestört hat, weil alle Leute, also man versucht natürlich das zu finden, worüber man reden kann. Und wenn Jan Delay und Dan Yo eine Platte rausbringen, dann ist natürlich die erste Assoziation, ey, da ist doch bestimmt Konkurrenz und dann battlen die sich doch bestimmt und hier und da, mal gucken, was passiert. Jetzt ist die Nummer klar, das war mir vorher auch schon klar, dass Jan mehr Platten verkauft. So. Und ey, es ist easy, es war der große Beginner-Flash. Uns ging es halt darum, einfach mal das eigene Ding machen zu können und jetzt machen wir wieder zusammen Platten und alles ist easy. So.
alles cool. Wie sieht das aus? Ich meine, wird es eine AB-Platte geben, eine weitere? Oder was arbeitest du jetzt? Was passiert als nächstes? Du produzierst ja auch. Ich denke auch für sein Album. Ja, genau. Also für Illos Album werde ich halt sehr viel machen. Wir werden auf jeden Fall alles sehr vieles in unserem Studio machen. Viele Beats halt auch und flashen und einfach gucken, was so passiert. Das ist halt so das nächste Ding. Dann Beginner-Album auf jeden Fall. Ich will halt noch mit einem anderen Kollegen noch ein Album machen, eher Instrumentalmusik. Aber so das nächste Ding ist halt echt Beginner auf der einen Seite, Illo auf der anderen Seite. So, das sind die beiden Projekte für mich. So, Illo, vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen, wie weit das jetzt fortgeschritten ist und wie das mit dem Album, was es mit dem Album auf sich hat. Ich gebe dir jetzt mal das Mic, weil ich kann es nicht mehr halten. Ich habe die ganze Zeit eben so krass meinen Arm verbogen. Du meinst jetzt, das ist mein Album, oder was? Ja, also immer, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen arg, immer schon drüber zu reden, wenn man gerade dran arbeitet. So. Die Leute warten auf, habe ich auch von vielen gehört und auch Respekt. Also flasht mich natürlich so, dass Leute Bock haben, dass mein Album beikommt. Aber das Ding ist halt so, ich und meine Jungs, wir lassen uns halt Zeit so, weil ich sehe es einfach nicht ein, mir irgendeinen Zeitdruck oder Zeitpunkt zu setzen, genau wann das fertig sein soll oder so, weil ich will einfach nur relax meine Tracks schreiben, einrappen, auf die Mucke flashen mit Dennis oder mit demjenigen, der sonst noch Beats für mein Album machen wird und ja, einfach entspannt ein Album machen, dass es auch cool ist, so dass ich nachher, wenn ich fertig bin, für mich sagen kann, ey, ich habe alles gegeben, für mich ist das alles rund, ihr könnt mich alle am Arsch lecken, wenn ihr was dagegen habt, so weißt du. Das ist sehr gut, lassen wir uns mal überraschen, aber das Album wird auf jeden Fall kommen. Wir gehen jetzt raus, ich weiß nicht genau wie, aber wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder mit einem anderen Gast.